So, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Mainz 05. Ich begrüße ganz herzlich die Gäste aus Mainz, die Trainer Bo Svensson und Marco Rose. Das erste Wort hat der Gästetrainer Bo. Herzlichen Glückwunsch und ein Statement zum Spiel. Ja, danke schön. Guten Abend von meiner Seite an alle. Ja, ich finde, heute die erste Halbzeit haben wir keine gute Halbzeit gespielt. Waren eher glücklich, dass wir mit einem Unentschieden in der Pause gegangen sind. Zweite Halbzeit, Tick besser, vor allem gegen den Ball, haben wir nicht so viel zugelassen und war auch ein paar Mal gefährlich. Und am Ende haben wir natürlich auch ein bisschen Glück auf unserer Seite und sind sehr, sehr glücklich über den Sieg. Inhaltlich, fußballerisch müssen wir natürlich einige Sachen besser machen, das steht auch fest. Aber wir freuen uns und sind natürlich glücklich, dass wir heute hier gewonnen haben. Danke, Bo. Marco, wie hast du es gesehen? Ja, als erstes herzlichen Glückwunsch, Bo und Mainz 05. Ich denke, in der Summe eine bittere Niederlage für uns, in einer Situation, wo wir vor allen Dingen natürlich auch Ergebnisse brauchen, nach dem, was so die Woche jetzt dann auch um uns herum passiert ist. Glaube, dass wir mit dem ersten Schuss mehr oder weniger in Rückstand geraten sind, eigentlich ganz gut darauf reagiert haben, bis kurz vor die Box eigentlich immer wieder in Räume gekommen sind, die wir auch wollten, ein schönes Tor geschossen haben vor der Pause und dort dann aber vor allen Dingen in den Räumen, die ich gerade beschrieben habe, dann ab dort nicht die nötige Konsequenz auch hatten, nicht die nötige Überzeugung, um Mainz dann noch mehr hinten reinzudrücken, um noch mehr Torchancen auch herauszuspielen. In der Summe wieder zwei Gegentore, dann musst du schon drei machen. Sind wir grundsätzlich in der Lage dazu, aber nochmal, im Moment fehlt uns dort einfach auch zu viel Überzeugung, Konsequenz in Richtung letztes Drittel. Und ja, deswegen am Ende eine Niederlage, die ich auf meine Kappe nehme, die ich verantworte, weil ich denke, alles, was die Woche passiert ist, natürlich aufgrund meiner Person dann auch stattgefunden hat. Eine Menge Unruhe. Die Mannschaft hat sehr gut darauf reagiert, hat gut trainiert, hat gut gearbeitet. Wir waren gut vorbereitet auf dieses Spiel. Aber ich denke, dass das Ergebnis uns dann natürlich heute nicht in die Karten spielt, klar. Danke, Marco. Dann machen wir weiter mit Fragen. Es beginnt Tom Jakob von den Fußball-News. Hallo zusammen, eine Frage an Marco Rose. Sie haben es gerade schon angesprochen, dass alles, was die Woche passiert ist, dass Sie es auf Ihre Kappe nehmen. Haben Sie, wenn Sie das direkt auch so sagen, hören Sie mich gut eigentlich? Wenn Sie das direkt so sagen nach dem Spiel, haben Sie das Gefühl, dass es irgendwie im Kopf eine Blockade war oder dass es irgendwo die letzten Prozent gefehlt haben im Willen, im Kopf? Nein, das glaube ich nicht. Und das sagen die Jungs ja, beschreiben die Jungs ja selber auch so, dass es natürlich nicht so ist. Trotzdem weiß ich, dass es jetzt natürlich drumherum nicht ruhiger wird. Und dafür habe ich die Verantwortung. Die muss ich tragen, die muss ich übernehmen. Ich glaube, nochmal, wir hatten eine sehr, sehr gute Trainingswoche. Es ist auch nach dem Bekanntwerden, nach der Kommunikation an die Mannschaft, völlig normal, so wie ich die Jungs kenne, weitergelaufen. Gab ein paar gute Wortmeldungen unter der Woche auch von einigen Spielern. Ich glaube, dass die Jungs sich viel vorgenommen haben heute. Und trotzdem wissen wir alle, dass natürlich und dementsprechend fallen die Fragen natürlich jetzt auch aus, das in Zusammenhang gebracht wird. Und das kann ich total nachvollziehen und dafür trage ich die Verantwortung. Bardo Rudolf von der Allgemeinen Zeitung Mainz. Ja, hallo. Meine Frage geht an Bo Svensson und zu den beiden Torschützen. Zum einen Karim Onesivo hat getroffen, hat sich sehr gut entwickelt unter Ihnen. Wie beschreiben Sie seine Entwicklung? Und Kevin Stöger hat zum zweiten Mal in Folge ein entscheidendes Tor geschossen. Was sagen Sie zu ihm? Ja, ich freue mich erstmal, dass der Karim endlich mal für seine gute Leistung auch in die Spiele davor sich belohnt haben. Ich finde auch heute, dass er eine gute Leistung gebracht habe. Aber es war natürlich eine schwierige Zeit, weil Stürmer messen sich natürlich auch nach Tore und da war er halt bis jetzt nicht so glücklich bei den Torabschlüssen. Aber
heute war das ein sehr schönes Tor und wie gesagt, inhaltlich von seiner Leistung her war das auch gut. Und Kevin, wie ich auch gerade gesagt habe, die Spieler, die von der Bank reingekommen sind, haben das Spiel positiv beeinflusst für uns. Und das geht nicht nur bei Kevin, ist auch schon bei den anderen vier, die reingekommen sind. Aber Kevin hat überragend trainiert diese Woche. Es war sehr hart die Entscheidung, dass er nicht von Anfang an spielen sollte. Aber man hat gesehen, dass er uns Ruhe gibt im Spiel mit dem Ball. Und damit nicht nur wegen seinem Tor unser Spiel positiv beeinflusst hat, aber auch allgemein. Und der muss jetzt dranbleiben. Wie gesagt, ist auf einem guten Weg und er tut unser Spiel einfach auch gut. Yannick Sorgatz, Rheinische Post. Ja, hi. Marco, er ist eigentlich schon seit dem Bremen-Spiel offensiv bei euch so ein gewisser Bruch drin mit den Problemen, die du heute auch bezogen auf dieses Spiel beschrieben hast. Was ist deine Erklärung dafür, dass er euch wirklich jetzt seit ein paar Wochen schon so schwer tut, aus dem Spiel Torchancen herauszuspielen? Ja, also habe ich vor uns draußen gesucht, genau das Spiel. Wir haben jetzt in der Zeit dreimal gegen Mannschaften gespielt, die eine ähnliche Spielanlage haben. Mainz 5-3-2, im Mittelfeld dann sehr flexibel, Würfel 5, aber die das Zentrum kompakt halten, die hinten einfach dann mit 5, die aber auch aggressiv vorwärts verteidigen, immer wieder auch Druck aufbauen wollen. Das bedeutet, die einfach gut und kompakt stehen, verteidigen. Union Berlin, genau das Gleiche. Und dann hatten wir Köln, genau, die Partie Köln noch dazu. Wir haben heute einen anderen Ansatz gewählt, der, glaube ich, bis in bestimmte Räume echt gut war. Nochmal, wir sind immer wieder in Halbräume offen gekommen, wo wir dann ins Tempo kommen wollten, um Tiefe zu bringen, hatten viele gute Ansätze, wahrscheinlich sogar mehr als gegen Union und gegen Köln, haben ein sehr schönes Tor auch so geschossen, das war gut, aber ja, es ist gegen solche Mannschaften nicht einfach, du brauchst dann möglicherweise auch mal wieder das Quäntchen Spielglück. Aber das müssen wir uns auch erarbeiten. Und uns fehlt dort im Moment einfach der Punch. Uns fehlt die Konsequenz. Uns fehlt da möglicherweise auch ein Stück weit Gier vorne drin. Alles Dinge, was ich von den Jungs gehört habe, was sie schon beschrieben haben. Und da müssen wir ansetzen. Daran müssen wir arbeiten. Das müssen wir besprechen. Das müssen wir analysieren. Und dort müssen wir wieder klarer werden, um solche Spiele zu gewinnen. Dirk Krümpelmann von der Bild. Ja, hallo zusammen. Marco, du schaust dir ja auch immer die Trekkingwerte an nach so einem Spiel. Ihr seid dort 113 Kilometer gelaufen, über 4 Kilometer weniger als Mainz. Und Mainz hat zum Beispiel 150 intensive Läufe mehr gehabt. Kann man sagen, die hatten vielleicht den größeren Willen heute? Nein, das glaube ich nicht. So ein Spiel gibt ja, also die Werte sind nicht uninteressant. Das ist sicher richtig. Aber Mainz grundsätzlich ganz andere Spielanlage als wir. Sie investieren natürlich extrem viel in Läufe gegen den Ball. Wir müssen viel investieren in Ballzirkulation, in Ball laufen lassen, in Positionsspiel, wo du dann eher auch in den Positionen stehst. Also da kommen dann schon mal die Meter grundsätzlich mehr zusammen. Bei den intensiven Läufen und Sprints, da reden wir schon ganz lange drüber, finde ich schon, dass wir dort draufpacken können. Wir hatten jetzt in Wolfsburg, wo wir eine gute Partie gespielt haben, haben wir dagegen gehalten, gegen eine Mannschaft, die das perfekt beherrscht. Wir haben vor dem Spiel analysiert, dass seitdem Bo Trainer ist, Mainz in dieser Klassifikation besser sogar als Wolfsburg ist, absolut top, seitdem Bo Trainer ist, die meisten intensiven Läufe und glaube ich die zweit- oder drittmeisten Sprints. Also da ist einiges vorangegangen, aber es ist richtig, in dem Bereich können wir draufpacken, mehr Sprints zum Tor, mehr Läufe, um Räume freizuziehen, auch mal unnötige Läufe möglicherweise, daran ja, können wir und müssen wir arbeiten, ja. Carsten Kellermann, Rheinische Post. Ja, hallo in den Presseraum. Marco, die von dir eben beschriebenen Problemdinge, wie zum Beispiel die fehlende Gier, wie kann man das wieder in der Mannschaft wecken? Das war ja was euch in vielen Spielen ausgezeichnet hat, auch schon zu Beginn des Jahres. Was denkst du, muss man der Mannschaft da wieder mitgeben, um das wieder zu wecken?
Also ich habe meiner Mannschaft nicht fehlende Gier vorgeworfen, sondern ich habe gesagt, uns fehlt irgendwo im letzten Drittel Überzeugung, Konsequenz. Das sind natürlich alles Worte, die relativ nah beieinander sind. Also ich glaube, dass die Jungs wollen, dass sie wollten. Aber um ja, 3 Punkte in der Bundesliga zu bekommen, musst du dann möglicherweise nochmal draufpacken. Und es gibt dafür kein Rezept, sondern es ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl muss man haben. Man kann oft vorher drüber reden, man kann es einfordern. Es ist ein Gefühl, was du entwickeln musst, gemeinsam. Ich als Trainer muss da vorangehen. Und die Jungs müssen es dann natürlich auf den Platz bringen. Und dabei helfen dir Erfolgserlebnisse. Das macht dann natürlich viele Dinge auch wieder leichter. Wir hatten am Anfang des Jahres eine Phase, in der uns das gut gelungen ist, uns das auch leicht vom Fuß gegangen ist. Und jetzt gerade haben wir natürlich, haben wir damit wieder ein Thema. Yannick Sorgatz nochmal. Ja, Marco, ihr seid jetzt in der Tabelle auf Platz 8 abgerutscht. Klar, die Europa-League-Plätze, die sind noch in nächster Nähe. Champions League sind jetzt 9 Punkte Rückstand. Was fangt ihr jetzt mit dieser derzeitigen Tabellensituation an? Ja, wir sind natürlich nicht zufrieden damit, das ist ja klar. Wir haben von Anfang an Ziele formuliert, die jetzt nicht plakativ waren, aber wir haben darüber geredet, dass wir dort wieder hinwollen, wo wir im Moment sind. Das ist ja klar, dass man nicht weniger will. Jetzt sehen wir, dass Mannschaften im Moment einfach auch eine bessere Form haben als wir, die immer wieder auch auf Augenhöhe mit uns spielen und kämpfen. Frankfurt, Wolfsburg, einfach im Moment in einer Top-Verfassung, im Tunnel, wo alles geht, wo alles läuft. Und wir müssen jetzt gucken einfach, dass wir wieder Spiele gewinnen. Ja, wir haben jetzt ein paar echt taffe Aufgaben vor uns. Aber die Aufgaben sind natürlich auch immer Chancen. Also wir spielen gegen Top-Mannschaften, Champions League, Pokal, Meisterschaft, nur Top-Mannschaften. Und dort müssen wir versuchen jetzt in erster Linie erstmal wieder dann auch Ergebnisse zu holen, in die Spur zurückzukommen. Und die Tabelle, ja, die haben wir im Blick, aber im Moment brauchen wir vor allen Dingen ein Erfolgserlebnis. Bardo Rudolf nochmal bitte. Eine Frage an Bo Svensson. Sie wollten sich in der Pressekonferenz vor dem Spiel nicht festlegen, ob es etwas Besonderes ist, gegen den ehemaligen Mitspieler zu spielen und gegen den ehemaligen Verein. Wie haben Sie es nun erlebt? Und an Marco Rose, sind Spiele gegen Mainz 05 inzwischen Alltag geworden für Sie? Ich finde nicht, dass es während die 90 Minuten was brutal besonders war. Es ist ein Bundesligaspiel, wo man erstmal als Trainer damit beschäftigt ist, was auf dem Platz halt passiert und nicht, dass Marco da auf der anderen Seite steht oder ehemalige Verein oder irgendwas. Da geht es eher darum, einfach die Mannschaft versuchen zu helfen und nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch da auf die Frage in der PK betont, davor und danach ist natürlich was Besonderes, aber auch nicht mehr als das. Ja, ähnlich wie es Bo gesagt hat. Ich glaube, für uns war das heute ein wichtiges Bundesligaspiel. Danach und davor habe ich viele, viele alte Freunde getroffen, nette Leute, die ich immer wieder gerne sehe. Ich hatte eine großartige Zeit, 10 Jahre in Mainz. Und dann ist das natürlich speziell, aber während des Spiels spielt es keine Rolle. Uli Hartmann, Süddeutsche Zeitung. Herr Rose, wenn Sie sagen, dass die Unruhe im Umfeld heute auch durchaus einen Einfluss auf die Mannschaft gehabt haben könnte, wenn Sie bei Sky jetzt gesagt haben, dass diese Niederlage die Unruhe im Umfeld möglicherweise sogar noch ein bisschen erhöht, wie geht man mit diesem Faktor dann in den nächsten Spielen um? Weil das ist ja nichts, wogegen man antrainieren kann oder was man irgendwie abhaken kann. Also wenn eine Unruhe im Umfeld ist und das auch einen gewissen Einfluss auf die Mannschaft hat, wie geht man damit um? Also erstmal muss ich sagen, dass ich das Ergebnis nicht auf die Unruhe zurückführe. Also das muss man schon dann auch klar differenzieren, sondern ihr fragt mich, die natürlich dann auch berichten, wie das Ergebnis zustande kommt, wie die Stimmung drumherum ist. Und natürlich war die Woche
unruhig, völlig klar. Trotzdem waren wir sehr gut vorbereitet, hatten eine gute Stimmung. Und jetzt haben wir aber das Ergebnis bekommen. Wenn wir dieses Spiel heute gewonnen hätten, und das ist ja auch logisch, dann hätten wir möglicherweise für ein paar Tage wieder auch Ruhe reinbekommen. Aber so ist doch völlig nachvollziehbar und logisch, ich bin ja nicht blöd, dass sich das aufs Drumherum auswirkt. Für mich ist ganz klar und eindeutig, dass ich klare Signale an meine Jungs ausrichten, aussenden muss und auch will. Ich bin da, ich kann mit dem Ganzen umgehen, ich kann mit dem Ganzen leben. Wir wissen alle, dass wir in einem Bereich arbeiten, wo es vor allen Dingen um Ergebnisse geht. Wir werden gemeinsam jetzt für uns dann auf das Spiel Manchester City vorbereiten, danach das Auswärtsspiel Leipzig. Wir müssen in die Erfolgsspur zurück, um einfach dann auch wieder Vertrauen und Ruhe ins Umfeld zu bekommen. Aber ich bin mir meiner Mannschaft dessen bewusst, dass das funktioniert. Yannick Sorgert. Marco, jetzt gab es zwei Heimniederlagen gegen Abstiegskandidaten. Euer letzter Sieg war auswärts im Pokal. Mittwoch eine ganz merkwürdige Konstellation, ein Heimspiel im Ausland. Wie spielt das? Ist es überhaupt ein Faktor in eurer täglichen Arbeit, wo die Spiele momentan stattfinden, ob heim oder auswärts? Oder müssen wir zum Beispiel nicht von einem besonderen Heimproblem sprechen nach diesen beiden Niederlagen oder all den Punkten, die ihr schon vergeben habt? Wie groß ist dieser Faktor heim-auswärts unter der jetzigen Konstellation für dich? Ja, jetzt spielen wir ja schon eine Weile so, wie wir spielen. Und ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es eigentlich nur noch ums Thema Reisen geht, ums Thema, bin ich im Hotel vorher oder nicht. Ich glaube, dass dieses Auswärtsheimspiel, ja, du spielst in deinem Stadion, hast dann möglicherweise auch ein paar Leute um dich rum, die dir vertraut sind. Aber ansonsten ist es tatsächlich im Moment nicht mehr so wichtig, ob du auswärts oder zu Hause spielst, sondern es sind Pflichtspiele, wichtige Spiele. Jetzt spielen wir als nächstes in Budapest gegen Manchester City, auch ein Heimspiel. Und dort werden auch wieder keine Fans sein. Und Carsten Kellermann nochmal. Marco, du hast eben die Spiele so ein bisschen beschrieben, die zuletzt gab. Ihr habt gewonnen zum Beispiel gegen Bayern, gegen Dortmund, also Topspiele. Jetzt stehen wieder einige Topspiele an. Fällt es der Mannschaft im Moment vielleicht leichter, gegen diese Mannschaften zu spielen, als gegen Mannschaften, die wie Mainz oder Köln im Abstiegskampf sind? Ja, zumindest haben wir dort andere Räume und das Spiel ist offener und wir kümmern uns dann wahrscheinlich am Mittwoch sogar eher ums Verteidigen. Jetzt ging es relativ häufig darum, dann auch offensiv Lösungen zu finden. Das haben wir gerade ausgiebig analysiert, denke ich. Und jetzt spielen wir am Mittwoch natürlich ein Spiel gegen eine Mannschaft, die herausragend drauf ist. Keine Ahnung, wie viele Spiele in Folge gewonnen hat. Unglaubliche Qualität hat und dort müssen wir vor allen Dingen gut verteidigen und dann natürlich aber auch offensiv zumindest Nadelstiche setzen. Das wird, glaube ich, wichtig.